Hallo, ich heiße Natascha Lopez und ich möchte ein bisschen über meine Freundschaft und Zusammenarbeit mit Maria Kalesnikava erzählen. Ich habe Maria Kalesnikava, Mascha für die Freunde, im Jahr 2011 kennengelernt. In diesem Jahr bin ich aus Weimar nach Stuttgart gekommen und in Weimar habe ich mein Gesangsdiplom abgeschlossen und 2011 habe ich den Master für neue Vokalmusik an der Musikhochschule Stuttgart angefangen. Damals hat Mascha auch Flöte an der Musikhochschule studiert und wir kannten uns nur ein bisschen. Später im Jahr 2012 haben wir uns wieder in den Ferien für neue Musik Darmstadt getroffen und wir haben mehr Zeit zusammengebracht und uns ein bisschen mehr kennengelernt. Im Jahr 2012 habe ich das Trio Vis-à-vis mit zwei anderen Musikerinnen und Studentinnen aus der Musikhochschule Stuttgart gegründet. Freedom is the ontological condition of ethics. It is always a part of the regime of truth in society. It is denaturalized and deconstructed. There is no freedom as an objective reality beyond power relations. Power is violence only because its objects are able to dance, to approve the situation, and to be free. Hi, my name is Tatiana Homich. I'm sister of Maria Kolesnikova. You probably heard the story of this young, brave woman who refused to leave Belarus last year on 8th of September. Maria is a flutist, is a project manager and politician and very bright leader in Belarus. Ein Coworking Space in Warschau. Seit Stunden angespanntes Warten auf die entscheidende Nachricht. Kalesnikava Maria, 11 Jahre Gefängnis. Maxim Znak, 10 Jahre Gefängnis. Die beiden bleiben in Haft. Innerhalb von 10 Tagen kann man gegen das Urteil in Berufung gehen. Tatjana Chomitschs Befürchtung ist eingetreten. 11 Jahre Gefängnis für ihre Schwester Maria Kalesnikava. Begründung: versuchte illegale Machtergreifung. Maria hat es gewagt, bei der letzten Präsidentschaftswahl Diktator Alexander Lukaschenko herauszufordern. Das Urteil ist hart. Already a year Maria is in prison and for about half of the year she's alone in the cell. And I tried to give her possibility to play a flute, to bring a flute to the prison, but she was not allowed to receive it. It means for more than a year she doesn't have possibility to play a flute. Though she is a musician and she played a flute for 30 years already. What does it mean for Maria to live without music in prison for already a year? She tries to cope with it and she plays music inside her head. She just plays her favorite pieces of Bach or some modern pieces just for herself. She sings pieces from different operas and she sings it aloud and she even sang it aloud to her guards when she was brought to the court. Sie erzählt immer wieder, wie Maria und ihre Mitstreiterinnen bei der Wahl 2020 gegen Lukaschenko kämpften. Zwei sind jetzt im Exil. Maria Kalesnikava blieb und wurde vom Regime erst entführt und jetzt verurteilt. Der wichtigste Feind unseres Sieges ist nicht das Regime. Der wichtigste Feind des Sieges ist unsere Angst. Habt keine Angst. Upon Maria was closed. It was not public. It means that no independent media, no relatives, no human rights defenders or people who can monitor the court were allowed to get to the court. So what does she say about
her persecution, about her situation. Despite all these repressions and pressure against her, Maria stays positive because she understands that she's fighting for her common rights. She's right in these situations. She stays positive, she stays brave, she stays very strong, and she even, I would say that she inspires people being inside the prison. It sounds very surprising, yes, because it seems that other people who are outside should inspire her and should support her, but in that case it works in a different way. Wir dürfen Maria Kalesnikava nicht vergessen. Gerade wir Künstlerinnen und Künstler müssen sie mit unseren Möglichkeiten unterstützen. Lassen Sie uns in regelmäßigen Abständen Konzerte für sie veranstalten, so wie die Deutsche Gesellschaft für Flöte das Galakonzert der Flute Days am 18. September 2021 ihr widmete. What can you do to support them, to support Maria as well? The most simple and common way is to write letters. And also you can spread the word about the situation in Belarus. Tell about political prisoners in Belarus to your colleagues, to your friends, to your neighbors. Tell about that. Tell about conditions of Maria and others. This is the simplest way. Schreiben wir unseren Regierungen und Botschaften in Belarus und bitten um Unterstützung für Maria. Und schreiben wir Briefe an Maria Kalesnikava. So können wir ihr helfen, ihr Mut und Zuversicht geben. Bitte schreiben Sie auf Russisch, damit die Gefängniswärter die Briefe kontrollieren können. Eine Übersetzungsmöglichkeit von Ihrer Sprache in das Russische finden Sie im Internet unter www.deepl.com. So, you can find information about political prisoners in Belarus on site Pledzekmi. You can find addresses of them and write the templates of letters, simple letters that you can write to them. Thank you very much. Wir dürfen Maria Kalesnikava nicht alleine lassen.